Ich heiße euch herzlich willkommen, ich bin der Shangri und ihr seht mein erstes Replay von World of Tanks auf dem Zwischenweltkanal. Ich spiele heute in meiner IS-4 ein gewertetes Gefecht, heißt wir spielen 15 gegen 15, alle Tier 10 und ja, ich werde euch durchs Gefecht leiten und euch erzählen, was in diesem Gefecht so Spannendes passiert ist. Zuerst hier mein kleiner Panzer, also klein ist er nicht, er ist einer der größeren, blau in der Mitte und ja, was gibt's so zu sehen? Es gibt zwei Artillerien und man achte auf den UDIS 1516 im Gegnerteam, der ist in meinem Clan mit drin, beziehungsweise er ist in einem anderen Clan mit drin. Und ja, mal gucken, was wir gegen ihn ausrichten können, weil er deutlich stärker ist. Jetzt geht's auch schon los, wir fahren Richtung AB1, 2 links oben in die Ecke, weil da ist die beste Position, wo ich am besten spielen kann. Und am besten meinen Panzer schützen kann, sodass die Gegner mich nicht direkt treffen können. Wir sehen auch, die anderen Heavys kommen hinterher. Wir haben noch ein Objekt 277, ein Objekt 261. Die Artillerie, die versteckt sich hinten drin, zielt auch dann Richtung dieser Koordinaten. Ein Panzerkampfwagen 7, ein TF-05 und vorne ran eine IS-7. Sehr schön auch, dass drei Mediums mitkommen. Die können natürlich auch helfen. Die können nämlich dann flankieren. So, jetzt auch schon die ersten Schüsse unten auf das Objekt 140. Auf der anderen Seite ist ein Jagdpanzer eher ein 100-Aufgang, wie ihr auf der Minimap sehen könnt, aber er wird so stehen, dass man ihn erstmal nicht treffen kann. So, wir kommen jetzt langsam an. Schnell ist der Panzer nicht, aber er hat halt eine gute Panzerung und eine gute Kanone. Ich orientiere mich jetzt mit der Kanone gerade etwas nach rechts, weil ab und zu kann man da mal einen Schuss treffen. Ja, diesmal leider nicht. So, ich kämpfe mich jetzt den Berg hoch und unsere IS-7 hat auch schon den ersten Schuss getroffen. Getroffen bekommen, so rum. Ah, und ja, die haben einen Scout und die gegnerische IS-7 ist mittlerweile offen. Mal gucken, was sich jetzt ausrichten lässt. Ich bin jetzt an meiner Position angekommen, von wo ich ziele. Spannung steigt. Was wird auftauchen, was wird nicht auftauchen? Ich sneak mich jetzt langsam durch, um weiter nach vorne zu kommen, damit ich besser auf die Gegner wirken kann. Ich gucke jetzt zusammen mit dem TF-05 langsam um die Ecke. Ich habe ein paar mehr HP, er hat dafür die bessere Panzerung. So, ist noch nichts offen, jetzt die EN-100 offen und tatsächlich trifft mich zum Glück nur mit HE. Es macht nicht so viel Damage, es hätte auch mehr sein können. Ich fahre jetzt vorne vor zum TF-05, damit ich auf den Jagdpanzer EN-100 und auf die EN-100 versuche oder wirken kann. Die Badgett ist im Rückwärtsgang, sieht mich zum Glück rechtzeitig, rammt mich nicht, so kriegt halt keiner von uns Schaden. So, ich entscheide mich jetzt, da der AMX fast weg ist, mich an die linke Kante zu orientieren. Mal gucken, was sich jetzt ausrichten lässt. Ich gucke jetzt um die Ecke rum, während sich das Objekt 140 etwas vordrängelt, ihren Schuss in Jagdpass R100 setzt. Ich fahre nach vorne, ziel auf den Jagd R100, auf die Frontwanne und habe ihn getroffen. Sehr schön. Und direkt ist er raus. So. Jetzt sind wir mal in der Modus, wie ich gespielt habe. Und ich bin im Modus darüber. Ich ziele auf die EN-100. Auf die erste Kette. Und ja, getrackt und Damage gemacht. Er kann sich nicht mehr bewegen. Und Objekt 940 konnte wirken. Ich versuche jetzt diesen Schuss nochmal anzulegen. Und diesmal, ja, auch wieder gekettet. Diesmal die andere Kette, aber leider kein Damage gemacht. Was aber relativ egal ist, da der TF-05 und das Objekt noch weiter da sind. Und ja, EN-100 wieder getrackt. EN-100 kommt nicht weg. Dürfte ziemlich am Fluchen sein, weil sowas ist halt schon nervig, wenn man sich nicht bewegen kann. EN-100 hat noch 100 HP. Und jetzt habe ich mal Glück. Ich kriege den Killshot. Heißt, ich habe jetzt mittlerweile einen Kill und schon knapp 1000 Damage, was schon für so eine Runde schon ordentlich ist. Jetzt kommt der schwerste Gegner im Spiel, der Type 5 schwer, sehr gute Panzerung, sehr gefährliche Kanone und ja, leider kann die Artillerie noch auf mich wirken, da ich sehr offen stehe, was jetzt auch mein Team zu spüren bekommt, weil es jetzt häufiger knallen wird. Objekt 140 wurde von der Artillerie rausgenommen, ich habe nur ein bisschen Schaden bekommen. Die IS-7 wollte sich nicht treffen lassen, das heißt, ich habe sie wieder nur gekettet, aber Damage gemacht ist Damage gemacht, egal von wem, Hauptsache die Gegner werden rausgenommen. Ich versuche jetzt frontal durch den Teil 5 schwer zu kommen, was ziemlich schwer ist, was ja auch, denke ich, nicht gelangen wird. Und auf die Kette, nein, auf die Frontblade, nein, abgeprallt. Ja, ich versuche es jetzt weiter, mal gucken, ob es noch was wird. Jetzt wieder trifft mich die Artillerie, ziemlich schmerzhaft diesmal. Und ja, wieder abgeprallt beim Typ 5 schwer.
So, ich lade jetzt auf Premium-Munition rum, hab damit deutlich mehr Durchschlag und kann damit mehr Damage machen. Hab jetzt nachgeladen, fahr nach vorne in die Seite und nein, schon wieder abgeprallt. Und die Artillerie trifft mich schon wieder. Langsam wird's echt schmerzhaft. Ich versuche jetzt, um den Type 5 schwer rumzukommen, weil die E7 dahinter weg ist. Und habe jetzt den Vorteil, ich kann ganz gemütlich von hinten dem Type 5 schwer in den Turm schießen. Und der erste Schuss, der trifft. Und jetzt gleich habe ich nachgeladen. Der zweite Schuss trifft auch. Und ja, der Typhoon schwer interessiert sich nicht für mich, was sehr schön ist. Was ich jetzt auf der Minimap übersehen habe, ist die Badget, die gerade hochkommt. Aber ja, sie trifft nicht, weil sie nicht zielen kann, bzw. mit Auto-Aim schießt, was nicht so gut geht. Erster Schuss versenkt. Und ja, jetzt passiert plötzlich was ganz Lustiges. Sie wird vom Objekt 277 aus der Mitte getroffen, ist damit raus. Und ich kann mich wieder auf den Typhoon schwer konzentrieren. Hat jetzt noch knapp 700 HP. Die werde ich jetzt auch noch klein machen. Und ich muss jetzt aufpassen, ich habe nur noch 307 HP, also es wird langsam gefährlich. Ja, Type 5 schwer wieder getroffen, noch ein Schuss, dann müsste er raus sein, mal gucken, wer ihn gesetzt bekommt. Und es ist Panzerkampfwagen 7. Ich habe Glück, ich habe vorher geschossen, habe damit den zweiten Kill und schon knapp 3400 Damage. Ich muss jetzt aufpassen, weil die Artillerien hier drauf eingeaimt sind, dass sie mich nicht treffen können. Und ja, ich fahre jetzt vorsichtig an der Kante nach vorne. Und ja, ich will nicht getroffen werden. Mal gucken, wie lange ich noch so überlebe. Jetzt verstecke ich mich hinterm Felsen, damit die Artillerie mich nicht treffen kann, damit ich nicht das leichte Opfer bin und natürlich noch weiterspielen kann. Der Panzerkampfwagen 7 wird jetzt merken, was passiert, wenn man zu offen fährt. Hat auch versucht, auf Gutes zu schießen, hat nicht getroffen und kriegt im gleichen Moment einen Schuss von der Artillerie ab. Der zweite hat zum Glück verfehlt. Und ja, wie gesagt, der Udes ist in meinem Clan. Und ja, ich pralle leider mit normaler Munition ab. Der Turm ist halt doch schon irgendwie ziemlich hart. Mein Team wird auch immer kleiner. Es ist jetzt immer noch 6 gegen 6. Also ist immer noch die gleiche Chance zu gewinnen. Wir haben dafür noch 3 Heavies. Die Gegner haben noch 3 Mediums und 2 Artis. Und ja, wir haben noch eine Arti, ein Medium und ein Tank Destroyer. Der Panzerkampfwagen 7. Fährt jetzt weiter nach vorne und kriegt wieder einen Schuss von der Artillerie ab. Und ja, deswegen sollte man übrigens safe stehen, weil es sonst sehr gefährlich wird. So, der Panzerkampfwagen 7 hat es geschafft, dem Udes noch einen reinzudrücken. Das heißt, der Udes ist für mich ein One-Shot. Ich lebe noch, die Artillerien sehen jetzt nicht mehr. Ich versuche jetzt Hilfe von der IS-7 zu bekommen, weil es allein gegen vermutlich 2 Artillerien, Jagdpanzer, EN-100 und ein Udes nicht gerade das Einfache ist. Und das Leopard EN-100 ist auch noch schwer zu sehen. Jetzt ist es so, Jagdpanzer EN-100 ist offen, kriegt einen Schuss ab und ja, ich fahre nach vorne, er sieht mich erst jetzt. Ich ziele auf die Unterwanne und ja, pralle mal wieder ab, habe etwas zu hoch geschossen. Und ja, jetzt ziehe ich mich zurück, weil Jagdpanzer EN-100 fährt nach vorne, wird getrackt von unserer Artillerie. Und ich kann den ersten Schuss in die Unterwanne setzen. Und ja, der Udes hat sich entschieden, er will mich pushen, er will mich rauskriegen, prallt aber ab. Ich pralle beim Jagd-EN-100 ab, Kanone kaputt, Mannschaft betäubt und Kette beschädigt, jetzt nicht mehr, ich habe mich repariert. Die E7 nimmt den EN-100 raus und ja, ich kann den Udes nehmen, weil er im Rückwärtsgang zu langsam ist. Ich bin schneller im Vorwärtsgang und ja, ich habe den dritten Kill und damit ist mein Clan-Mitglied raus und... Der Gegner hat noch ein Medium, 2 Artis und mein Team besteht aus 2 Heavies, einem Medium, einem Tank Destroyer und einer Artillerie. Ich entscheide mich jetzt erstmal, mich etwas zurückzuziehen, damit ich nicht mehr offen bin. Und ja, in der Mitte ist noch unser K91. In unserer Base steht das Objekt, die Artillerie und der Jagdpanzer EN-100 versteckt sich so, dass er den Leopard 1, der vermutlich irgendwo auf G8 stehen könnte, treffen kann. Ich entscheide mich jetzt, unten rumzufahren. Damit es sicherer ist und mich die Artillerien, die beiden, die noch leben, nicht treffen können. Und ja, der Gegner hat noch einen Leopard 1 und 2 Artillerie. Und ich sneake mich jetzt langsam nach oben. Aufgehen kann ich nicht, außer ich werde von den Artillerien blind getroffen. Oder der Leopard 1 macht mich auf, was natürlich auch sein kann, weil blind ist er gerade nicht. Ich fahre jetzt auch wieder so, dass der Felsen vor mir ist.
so dass ich halt nicht getroffen werden kann. Der K91 ist mittlerweile hochgerückt und unser Jagdpanzer N100 pinkt die Ecken an, AB0. Da dürften die Artillerien stehen, weil die da meist stehen. So, die erste Artillerie ist offen, ich habe sie gespottet und bevor ich überhaupt was machen kann, drauf zu schießen, wird sie von meinem Team rausgenommen. Erste Schotte getroffen, zweiter und dritter und ja, unser K91 hat getroffen, damit lebt noch eine Artillerie und ein Medium. Der Medium hat jetzt leider gerade unseren Tank Destroyer rausgenommen, den wir brauchen. Ich verziehe mich jetzt in die Stadt, damit ich erstens Artillerie-sicherer bin und der Leopard 1 kann nicht unbedingt durch die ganzen Mauern stehen, die noch stehen und die Büsche schützen mich, sodass ich nicht gespottet werde. Jetzt fahre ich langsam dadurch und versuche Leopard 1 und die Arti aufzumachen. Leopard 1 ist jetzt offen, er hat sich auf G90 versteckt, auf der Map ist er nur zu sehen. Ja, IS-7 und K91 versuchen sich jetzt darum zu kümmern. K91 von weiter oben, IS-7 von unten. Und ja, die Arti hat gerade geschossen, hat unsere IS-7 getroffen. Und jetzt kommt es an den Punkt, wo es kritisch wird. Ich weiß ungefähr, wo die Arti schießt. Sie dürfte hier oben ungefähr schießen. Ich habe bereits nachgeladen. Und der Leopard 1 wird jetzt vom K91 oder von der IS-7 aufgedeckt. Das ist noch nicht ganz sicher, aber einer wird ihn jetzt aufdecken. Und ja, ist offen. Steht oben 904 AP, dürfte, wenn alle einmal schießen, rauszukriegen sein. K91 zieht sich in meine, ach, Leopard 1 zieht sich in meine Richtung, deckt mich auf und jetzt habe ich das Problem, die Arti weiß, wo ich stehe, ist noch am Nachladen und der Leopard 1 kann jetzt auf mich wirken. Ja, die gegnerische Arti hat gerade unseren K91 rausgenommen, was sehr schlecht ist, da ich jetzt nicht mehr auf den Leopard 1 sicher wirken kann, weil sonst die Arti von hinten kommt. Ich ziele auf den Leopard 1 und... ja, er geht immer wieder zu, weil er relativ weit weg ist. Er prallt bei mir ab, was Glück ist, weil ich sonst raus wäre von dem Damage, den er macht. Besonders, weil er mit Hochexplosivmunition geschossen hat. Ich versuche weiter auf ihn zu aimen. Und ja, noch ein Schuss. Ich versuche ihn mir jetzt zu holen. Und was dann passiert? Ja, Artillerie kommt. Ich will schießen. Nein, sie hat schneller geschossen. Damit ist die Runde leider vorbei. Ja, wir verlieren die Runde leider im Endeffekt, weil der Leopard 1 doch agiler ist als I7 und das Objekt 261. Es war trotzdem eine sehr schöne Runde. Ich habe über 4000 Damage, 3500 Damage ermöglicht, also rechnerisch knapp 3700 Damage und 2000 Damage abgewehrt. Ja, sehr schöne Runde trotzdem, bringt mir einen Rangaufstieg. Ich blende euch jetzt noch... die Gefechtsergebnisse ein und ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Im nächsten Video dürfte es, denke ich mal, zwei Replays nehmen, weil das jetzt eine relativ lange Runde war, also dass ihr zwei Runden habt, die ihr dann ansehen könnt, wie ich spiele. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao!